Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, gestern Abend war ein Livestream, beziehungsweise gestern den ganzen Abend, und wir haben eine Community Power gemacht. Und erstmal ganz kurz dabei ist der liebe Matthias. Hallöchen. Ja, gerade ein Kumpel von mir, der ist eigentlich nicht so der Minecraft-Zocker, aber hat es auch mal ausprobiert und ja. Gell? Also ich muss sagen, ich hätte nicht so viel erwartet, aber was da alles für Möglichkeiten gibt. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich jetzt noch ganz kurz das Haus so zeigen, ein kleines Update-Video machen, was wir so gemacht haben und ja, keine Ahnung, vielleicht noch ganz kurz ran ein bisschen werkeln und dann war es auch schon für heute, weil ich muss morgen arbeiten und diese Woche ist echt für mich wieder hart und trotzdem kommt ein Video, nicht so wie sonst, ja. Weil ich bin eigentlich ein fauler Sack. Ich weiß. Ja, so. Erstmal wichtiger Community-Post. Haben wirklich 7 oder 8 Leute mit an dem Haus gebaut. Das Haus ist so hoch, geht bald bis zu den Wolken. Jeder hat ein Stockwerk und das ist ein Creeper. Lol. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So. wie ihr seht, ja, das ist riesig. Sieht von außen aus wie die Villa Kunterbund ein bisschen, ja. Aber da steckt echt viel Herzblut drin. Da ist irgendein Haus, da weiß ich nicht, was da gebaut worden ist. Ansonsten, ja, hier ein kleines Feld mit Schafen. Oder waren mal Schafe, das sind 2 Blöcke, lol. Und, ja, das Haus an sich. Jeder hat da wirklich irgendwie seinen Teil dazu gebracht. Das ist die Familie Doma HD. Wegen der Community und so, ne? Gehen wir hier mal rein. Wir haben auch einen riesigen Keller. Ich glaube, der Keller wurde auch schon bewohnt. Also, er ist auch schon bewohnt. Hier wohnen überall irgendwelche Leute. Also, ist schlimm hier. Guck, hier ist sogar ein Billardtisch. Oder war mal ein Billardtisch. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Was ist das jetzt? Steht nichts drauf, okay. Naja, hier war auch nochmal ein Billardtisch und ein bisschen Aufenthaltsraum. Was haben die auch eingenommen in irgendeinem Wohnraum? Wo es nicht eingerichtet ist, natürlich. Und ein bisschen vergebaut ist. Aber naja. Und hier geht es dann ansonsten hoch. Hier ist das Zimmer von Lessig, das ist noch nicht richtig eingerichtet, da ist er noch dabei. Dann geht es hier hoch zum lieben, zur Smiley Maddie, die ist ja eine Stammzuschauerin und so. Die hat hier draußen ihre Betten stehen, hier drinnen einen Fernseher und ja, hier denke ich mal ein Computer sollte sein. Und mit dem Schreibtisch, okay, sehr schön. Hier ist der liebe OneLine LP, der hat es sich eigentlich ganz schön eingerichtet, muss ich sagen. Echt nice. Nice, ja, gefällt mir. Zwar auch noch nicht ganz fertig, aber pff, ja, Community Power halt. Oh, hier fällt eine Treppe. Die machen wir doch gleich mal wieder hin. Bam. So, hier geht's dann zu mir, mein Grundstück sozusagen, meine Etage. Hier geht's einmal zu meinem Freiluftbalkon. Sehr schön, ne? Jupp. Hier mein Bettchen und das Zimmer, aber das ist also nicht fertig eingerichtet, wie ich schon gesagt habe. Wohnzimmer auch nicht fertig eingerichtet. Hier geht's hoch zum nächsten Zuschauer und sowas. Hier ist der Eisbauen, der hat noch gar nichts gemacht groß, weil der offline musste. Aber das hier wird, denke ich, auch mal sehr schön. Der hat irgendwie keine Fenster in den Zoll drin. Ich weiß auch nicht. Lebt der? Ist ein Freiluftmensch oder so? So wie du, Matthias, ne? Das ist ein Freiluftmensch. Ja, normal. So halt Mensch. Ja. Hier ist NNNO. Dem sein Zimmer. Hat einen riesen Fernsehen gebaut, dass man nicht mehr durch kann. Ja, sehr, sehr geil. Was das hier ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Okay. Hier sind Kisten. Und ein kleiner Balkon. Mit einem Dach oben drauf. Ja. Ein Balkon? Ja, ein Balkon. Fick dich. Hier geht's weiter zum Turbinator 2305. Oh, der hat ja alles niedergebaut. So ein Niederflurteil ist das. Hier ist auch noch nicht viel eingerichtet. Das sind die neuesten Etagen. Da ist noch nicht viel eingerichtet hier. Aber was für einen Ausblick man hier hat, ist echt krass, ne? Naja. Okay, dann geht's gleich noch zum... Ein Stockwerk haben wir, glaube ich, noch. Eins haben wir noch. Genau, hier ist es von Atikutu 200, oder wie er heißt, kann ich nicht aussprechen. Hier ist auch noch nichts eingerichtet, auch noch neu. Vorhin gebaut worden. Und dann gibt's nochmal ein Stockwerk. Oha, da ist noch gar nichts gemacht. Lukas Schwert. Gehört es? Alter, Leute, guckt euch einfach dieses Haus an. Das ist einfach mal big. Wir haben sich halt von 3 Stunden haben wir so ein richtiges Ding gebaut. Schon krass. Wir springen mal runter, weil wir keinen Fallschaden bekommen. Ihr seht, man braucht da locker 2-3 Minuten, um hochzukommen. Ja, da gibt's noch. Hier gibt's noch einen. Alter, hier laufen immer ein Creeper rum. Was ist mit dem los? Der explodiert nicht. Naja. Hier geht's dann noch in so einen Wachturm. Denn das hier ist in Gun-Game-EU in der Farmwelt. Da kann ich da also abbauen. Nur wir sind halt über 1000 Blöcke von den ganzen Leuten entfernt. Unsere Felder, dass wir auch was zum Essen haben und zum. Ja, zum Essen hat zum Überleben. Kuchen und sowas gibt es ja dann auch. Natürlich.
Ja, mehr da gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Ich wollte eigentlich jetzt nur ein kleines Update-Video machen, was wir so gemacht haben. Wir haben noch so ein paar User getrollt und so. Ansonsten wird es übermorgen, denke ich mal, so eine fette Survival-Games-Runde oder sowas mal wieder geben. Mit wem werde ich auch schon? Mit Andy oder mit anderen Leuten, die ich kennengelernt habe, mit der Community vielleicht immer wieder was. Sehen wir dann, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da an die Leute, die beim Stream dabei waren. Schreibt einen Kommentar und sagt, was ihr da verbessern würdet. Und ja, dazu angemerkt ist aber noch, jeder hat da seine eigenen Ideen reingebracht. Also, was ihr da gebaut hat, ist ihm selbst überlassen. Und wir haben da keine einheitliche Struktur gehabt. Nur halt dieses Akazienholz für oben. Aber das war auch das Einzigste. Ne? Ja. Aber ansonsten hier, die Familie Doma HD lebt in vollen Zügen. Es ist jetzt schon gleich 11 Uhr, daher ist auch keiner mehr richtig online hier bei der Familie Doma HD. Der Lessig ist noch da. Aber egal, auf den kacken wir jetzt auch mal eine Runde. Wie gesagt, das ist ein kleines Update-Video, was wir gemacht haben. Und daher sage ich dann wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mehr von diesem Haus sehen wollt und von den Arbeitsschritten, was ich noch machen werde, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Matthias will auch tschüss sagen. Tschüssi, tschüssi. Tschüsseltchen. Oh, guck mal, der ist so süß, Leute. Vielleicht sehen wir uns ja auch in der nächsten Folge. Mal sehen. Ja, mal gucken. Vielleicht sei er auch mal dabei, der kleine Minecraft-Noob. Und, Ach. Joa, ich würde sagen, Moment, ich gehe auf meinen Balkon noch so. Balkon? Balkon. Ja, Mann, das ist Balkon. So. Was, wie heißt das denn? Balkon, ne? Oder so. Balkon, ja. Ach Gott, das heißt Balkon. So, ihr seht mich hier auch schön. Ich stehe meine Rüstung auf. Sie nehmen mir die Rüstung, ich voll der Bonze. Ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein, einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen, wie gesagt. Und ein Abo Daumen auch. Runter. Was? Halt's Maul. Und ich glaube, ich stehe jetzt gerade 12 Abos, fehlen mir noch, dann habe ich mir 300 voll. Also abonnieren auch nicht vergessen. Tschüss. Tschüss.